Am 9. März 1958 wurde ich, Nedžad Begović, geboren. Ich bin in Sarajevo aufgewachsen, die einzige Stadt der Welt, in der zwei Straßenbahnen frontal zusammengestoßen waren. Hier bin ich auf dem Weg zu meiner Hochzeit. Und das ist Amina, meine Braut. Sie stürmt zum Auto, um mich so schnell wie möglich zu heiraten. Damals war das Leben gut und Tito hatte immer recht, denn Tito wusste alles. Das ist das Hauptpostamt in Sarajevo. Eines Tages war auf dem Haus das Graffiti zu lesen, das ist Serbien. Irgendjemand hat das dann durchgestrichen und dazu geschrieben, Idiot, das ist ein Postamt. Und so hat der Krieg begonnen. Im Krieg wurden alle Bäume gefällt. Und Brennholz zu finden war wie die Suche nach einem Wunder. Das einzige Wunder, das man finden konnte, waren Schuhe. Meine Mutter hat genau gewusst, welche Schuhgröße sie verbrennen musste, um eine gewisse Mahlzeit zu kochen. Zum Beispiel hat sie gewusst, mit Schuhgröße 38 kann man einen Laib Brot backen. Mein Film und ich wurden nach New York zum Tribeca Filmfestival eingeladen. Ich versuchte ein Visum für die USA-Reise zu bekommen, doch die amerikanischen Behörden dachten, ich sei ein Kriegsverbrecher. Und so ist mein Film ohne mich in New York gezeigt worden.